und herzlich willkommen bei Starbound und The Lost Woods. Ja, moin moin. The Lost ist das nicht, Woods. Ist das nicht toll? Wir sind hier voller am Rumspielen. Wir haben Musik reingemacht. Ja, und der Fausti hat ja in der letzten Folge sogar eine Ocarina gefunden, was ich absolut toll finde. Das auf jeden Fall. Also das finde ich mega geil. Für jeden Zelda-Fan ist das sowieso das absolute Muss. Ich werde jetzt auch mal meine Klarinette oder was auch immer ich hier habe gerade mal wegpacken. Ja, wird glaube ich angebracht. So. Und wir hatten euch in der letzten Folge versprochen, dass wir jetzt runter auf den Planeten gehen werden. Heute sind wir übrigens auch vollkommen alleine. Der Marlo ist diesmal nicht dabei. Allein. Und wir starten auch direkt los. Und go. Ja, da sind wir ja schon. Ui, gleich ein schöner Blau. Ja, blauer Planet, ist klar, ne? Grüner Planet, wollte ich sagen, ja, ist blauer klar. Planet. Oh, da kommen schon die ersten Kameraden. Da passt ja wieder. Und wir haben ja kaum was, womit wir uns mal heilen können und sowas. Darum haben wir uns auch überlegt, wir haben ja unsere Äxte und so. Also, zack, wenn jetzt aber ein paar Sachen hier abgearbeitet. Genau. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo er ist, aber... Ach, da unten, er hackt schon, das ist brav. Weil das hinbekommt, heißt das. Fuck. Und, ja. So. Ja, wie voll. Alter! Bleib da stehen! Sammel gut, auf. Danke. Bitte. Ja, wir haben sogar in den letzten Folgen, sag mal, ein bisschen was sogar noch, sag mal, für euch vorbereitet, unser Inventar geordnet und Raumschiff wieder ein bisschen, damit, sag mal, ihr das nicht immer miterleben braucht. Wegen der Zeit und so. Und das ist immer so doof. Und dann haben wir Sachen im Inventar gefunden, was wir gar nicht glauben konnten. Unser Marlo, unser Besucher, der hat uns sogar noch ein paar Sachen. Da war der Erste, da habt ihr es gesehen. Unser Christian, Double Dash. Ja, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Ich guckte vorhin kurz in mein Inventar und dachte mir, okay. Ja, also das habe ich jetzt auch nicht gedacht gehabt. Ich denke so, du Arsch. Ich dachte mir, alle hier. Kisten meins, alle Kisten, fast alle Kisten waren meine, das habt ihr ja selbst mitbekommen. Und er kriegt auf einmal so ein Double Dash. Ich fühlte mich verarscht, ich dachte, hallo? Wir wissen ja alle, was er für eine linke Socke ist, was, wenn es um Kisten geht. Alter, er ist echt eine richtig kleine Klausschwein, ist er. Gar nicht wahr. Ich bin immer lieb, nett, schüchtern, sensibel, herzkrank, unversaut, unverdorben, ein reiner, heiliger Engel. Und vergiss das Klauschwein nicht. Aha, ey. Stirb. Also, zäh hier bin ich doch so. Und dann auf einmal sag ich so, wo hast du jetzt den Double Dash? Ich denk mir, nö. Fast jede Kiste war meine und auf einmal kam er da an mit Double Dash. Seht ihr? So, oh, das war falsch an. Was ihm zusteht. Ich muss echt noch damit umgehen lernen. Das ist gar nicht mal so einfach, muss ich ehrlich zu. Aua! Verdammt, ist hässlich! Entschuldigung! Ups! War keine Absicht! Merkt er, wie er mich versucht zu sabotieren und zu ermorden? Und wie schnell schon wieder an der nächsten Kiste dranhängen? Lol, ja. So muss das. Aber denk dran, deine lila Energie ist das, was dich rettet. Oh, und ich sehe gerade, ich sterbe bald. Upsi. Ich würde sagen, wir bauen noch lieber noch ein bisschen was ab. Wegen, wie gesagt, wir brauchen unbedingt die Bandagen. Auch wenn es lästig ist, die Teile hier abzubauen. Du, ich glaube, Marcel war schon wieder vor uns hier. Warum? Komm mal hier hoch. Warte. Dann weißt du, was ich meine. Aua. Aua. Mann. Schön, wie wir springen können. Wir sind echte Genie. Ja, dieser Block gehört nicht hierher. Ja. Das heißt, hier war jemand schon vor uns und das ist echt eine Schweinerei. Ja. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum die Kiste leer war. Ich dachte, du warst schon wieder schneller mit dem Looten. Nee, ich habe gedacht, dass du schon wieder so schnell beim Looten... Hier unten ist sogar eine Fackel. Dieser Schweinehund! Alter!
wollten wir den Leuten mal was Neues sagen. Und, ja, nett. Da hat der uns doch eiskalt ausgestochen, der Mistkerl. Auf jeden Fall. Und hat sogar hier die Plane abgebaut. Ja, dann würde ich sagen, neun Planeten. Ja, ja gut, das ist ja bleibt dir nichts anderes übrig. Jo, dann wollen wir mal hoch. Das ist doch... Oh. Und ich wundere mich, wo er die ganzen Sachen im Inventar hat, unser Marcel. Ja, denn ist natürlich kein Wunder. Haben wir überhaupt noch... Ich glaube, so langsam erklärt sich auch, wo mein Double Dash her ist. Ja. Den wird er mir wahrscheinlich zugeschustert haben, der Mistkerl. Coole Sache. Lol. Ja, dann wollen wir einfach mal irgendeinen anderen Planeten suchen. Gucken mal, ob ich noch mal einen Faust kriege irgendwo. Mann. Ich hoffe ja, dass wir noch genug... Ja, haben wir, Gott sei Dank. Ja, hab ich schon geguckt. Ein Moon, was bist du? Moon, Moon, Desert. Nehmen wir mal irgendein System. Und du weißt ja, ich bin so netter und freundlich, ja, darum gebe ich dir auch mal gleich 5 Bandagen ab. Danke, danke, danke. Paul. Und damit der Flug nicht ganz so langweilig wird. Was nehmen wir denn? Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen rumgespielt und experimentiert mit unseren Sounds, die wir uns, wie gesagt... Eins meiner Lieblingslieder. Leider höre ich dein Lied irgendwie gerade nicht wegen dem Sound des Flugzeuges. Ist dein Sound irgendwie bei mir untergegangen. Ich sehe nur die Melodie trällern und das war's. Ach so, na gut, dann spiel ich es einfach nochmal neu ab. Okay. Oh, ich hab Hunger. Und zwar ist das Schokobo-Thema. Oh, ist geil. Und ich liebe es, ja. Wir sind ja feine Fantasianer. Auf jeden Fall, also. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Was Fantasy und Animes angeht. Da sind wir immer dabei. Das auf jeden Fall, ganz klar. Also. Das ist prima. Okay, ich höre lieber auch. Viva Colonia. Okay, ich höre lieber auch. Schauen sie uns nachher noch alle ab. Mich wundert, wenn sie überhaupt noch dabei sind. Ja, stimmt auch wieder. Mal gucken, das soll ein VS sein. Ja, das sieht total... Doch, tatsächlich ist ein VS. Ein bisschen komischer VS, aber... Oh, die sind gut, die sind gut. Mach die weg, ich will die Flügel haben. Ich auf jeden Fall auch. Verdammt. Ich hab nur Pixel bekommen. Und mein Magen knurrt, ich hoffe. Ich fühle mich beobachtet. Ach ja, ach, hier sind ja diese ganzen Augendinger, stimmt. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Kann ich verstehen. Gruselig. Auf jeden Fall. Alter, ich fühle mich beobachtet. Egal wo du hinguckst, Augen. Egal wo du hinguckst, Augen, finde ich auch gut. Ja, Augen. Die Augen. Ah, na super. Ja. Ja, wir kennen ja das Prozedere. Also, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die grünen Steine und dann wird sie hochgetroppt. Ja, man merkt, wir sind Gott. Gott sei Dank baut er mich hier noch zu. Ich sag's noch. Ja, du kannst jetzt so oft hochziehen, wie du willst. Das war jetzt keine böse Absicht. Warte. Ja, ich wollte dir gerade noch was runterpacken. Geht doch schon. Aber es sieht so aus, als wenn wir... Ui! Unten und oben geht's lang. Das war jetzt gruselig. Die Frage ist jetzt, was ist unten? Wenn die Neugier mich nicht so packen würde, ne? Ja, ich bin nach oben gegangen. Ja, aber die Neugier und so. Ich habe auch nichts. Da, ich habe ein bisschen Erde. Ah, das Paket haben wir. Nein, nicht meine Knarre. Ja, bin ich mal so frei. Und... Oh, eine Kiste. Okay. Und da drinnen befindet sich Rottenäppel und ein paar Pixel. Du Luda. War ja ein mega Erfolg. Ja. Lol. Ja, die Monster können wir so weitermachen. Die bekämpft sich gerade hier vor meiner Nase gegenseitig. Mit dieser Pustefähigkeit, was sie gerade hatten, hat der eine erstmal den anderen da vor der Klippe gestoßen. Oh, hier ist eine Kiste.
Ah, das war die, die gelootet hat. Bisschen höher noch. Ich hab keine mehr. Zur Sicherheit. Dankeschön. Bitte, bitte. Ah, und wie ich sehe, hört ihr gerade bei mir wieder im Hintergrund Musik von unserem Partner. Ach, hat er wieder mal vergessen auszumachen. Ja, so wie immer, du weißt ja, ich höre immer gerne Musik von unserem Team und so, deswegen. Macht er wieder Schleichwerbung. Ja, es ist manchmal so passiert, tut mir leid, aber den Leuten stört es bestimmt auch nicht, mal ein bisschen Musik zu hören, wenn mir die Dinger nicht immer eine wegblasen würde. Okay, das kann gerade sowas von falsch. Und ich wurde von zwei Leuten eingekesselt. Pass auf da vorne. Bin gerade krepiert. Ja, ich sehe schon. Dim, 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 dim. Evolution! Ja, yeah, jetzt bin ich ein großer Pinguin. So, und dann wollen wir nochmal runter. Oh, hier ist wieder ein Sklavenhandel. Sklavenhandel? Ja, ich habe hier wieder so einen Zombie-Affen oder Monster-Affen gesehen. Aua, du hässliches Stück Scheiße. Ich würde gerne dir... Aber ich glaube, das würde zu lange warten, dauern, bis ich da bin, leider. Hab ich schon mitgebracht, alles gut. Okay. Und hab dabei sogar zwei rote Stimpacks an einer Kiste gefunden. Cool. Das war's aber auch. Und da sind unsere Sklaventreiber. Die netten Herren von nebenan. Sterb, 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 Alter! Ja, pass auf, die könnten ein bisschen overpowered sein. Mach ich mal. Nur ein bisschen. Du bist aber gut dabei, wie ich sehe. Also verlierst nicht so viel, also daher mach ich mir keine Sorgen. Ja, weil ich im Rückwärts gehen bin und ich hab's dabei erledigt. Jawoll! Ja. Kiste gefunden, Scheiße drin. Okay, das ist schlecht. Alter, hier geht das verdammt gerade. Verdammt lange gerade. Zu lange gerade. Es geht immer noch geradeaus. Gerade ist immer entweder ein Zeichen für ein... Oh, wie cool ist das denn? Ja, ich habe so eine Art Zombie-Dungeon gefunden. Ich habe einen Avian gefunden. Und eine große Kiste. In der sich ein Hammer befand. Manchmal wünsche ich mir meine Waffen aus meinem Freeplay. Hier sind fliegende Skelette. Aua. Ach, du bist beim Avian-Tempel. Ach, Hallöchen. Wieso, na, haben wir bei dem Planet ja schon wieder fast umrundet. Das ist ein Avian-Tempel. Ja, das ist ja... Und die fliegenden Skelette, pass auf, die können Feuer spucken. Wenn sie denn dazu kommen. Wenn sie dazu kommen. Aber ist wirklich so. Manchmal... Vielleicht haben sie es auch gefixt, aber... Ich würde es nicht heraufbeschworen. Geschworen. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Manchmal. Da! Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich sehe ihn doch, da ist er. Aua, da hat er mich. Aua, du verdammtes Misti. Ja. Mann! Muss man hier auf Fliegenfänger gehen? Das sind diese Viecher. Na, jetzt ist er ja tot. Nein! Oh, Glück gehabt. Da hätte ich beinahe dir meine Waffe gegeben. Dann hätte ich nämlich keine mehr. Achso, die Skorpione können vergiften. Ja, das hatte ich vorhin schon mitgekriegt. Nichts. Bob, Bob. Alter, ich sehe schon wieder nichts. Ich muss hier wirklich alle Minuten eine Fackel machen.
manchmal vergisst man echt, welche Waffen man hat, ne? Ja. Regeneration? Das Hinderwild geschluckt. Ich habe einmal dieses Stimpacks, und zwar habe ich einmal das Glow gemacht, womit ich erleuchte. Und zum anderen habe ich meinen Roten genommen, der mein Leben regeneriert. Wie gesagt, auch immer gerne mal in die Särge reingucken. Ich habe da gerade schon wieder Knochen gefunden und was nicht für ein Zeug. Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen. Da ist immer was Schönes drin. Oh, jetzt ist Glow auch schon wieder vorbei. Und nochmal ein paar Pixel. Was soll das? Was? Was denn? Wieso baust du mich hier ein? Halt doch gar nicht. Wenn du hast mich ein... Wenn war es aus Versehen? So wie du ganz aus Versehen... Du willst nur, dass du alles mitkriegst, du Sack! Du wirst schon wieder egoistisch! Nö. Ich doch nicht. Liebe Zuschauer, merkt euch das ganz genau. Das ist so ein mieser Sarg. Gar nicht wahr. Was, ich hab einen Sarg? Dramatisch langsam. Ja, hier ist Fleisch drin. Und Silber. Ah! Pass auf, hier sind Kettensägen. Ich bin tot. Ich bin auch gleich tot. Facke. Verdammt noch eins. Fuck, jetzt bin ich tot. Ja, ist doch zum Mäusemelken. Naja gut, das kann passieren, jeder geht mal drauf. Ja klar. Nur die Besten sterben jung, das weiß man ja. Das auf jeden Fall. Und da du ja auch tot bist, ist es sowieso praktisch, denn wir müssen die Folge beenden. Was? Jetzt schon? Ja, 20 Minuten sind um. Ging aber schnell. Ja, wir haben um 11 nach angefangen und jetzt aber schon 32. Ach so, okay, na denn. Okay, komm hoch. Alles klar. Da bin ich doch schon. Und da ist auch schon. Und wir beenden die Folge natürlich so, wie wir sie angefangen haben. Wie denn? Musikalisch. Sobald ich weiß, wo meine verdammte Ziehharmonika ist. Wo ist meine Ziehharmonika? Hab ich die weggeschmissen? Mach keinen Scheiß. Ich weiß, ich hab meine... Ach nein, da ist sie. Ich weiß, es ist immer so schön hier zu suchen. Für meine Ocarina nicht. Da. Oh. Extra so. Jetzt müssen wir uns nur für ein schönes Lied entscheiden. Wie wär's denn mit dem Battle von Final Fantasy X? Hört sich gut an. Wo haben wir es denn? FX... FFX Battle. Battle, da haben wir es. Also 3, 2, 1, go!
Und damit verabschieden wir uns ganz herzlich und sagen bis zum nächsten Mal. See you later, alligator.